Moin Leute, ich bin's Julian und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Und jedes Jahr geht es eigentlich wieder schneller als gedacht. Weihnachten steht vor der Tür und deswegen habe ich euch heute meine Top 5 der besten Weihnachtsgeschenke zusammengestellt. Die könnt ihr euch ganz einfach selbst wünschen oder jemand anderem schenken, wie ihr gerne wollt. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt auch an. Also, auf geht's! Starten wir auch direkt mit einem richtig außergewöhnlichen Gadget und dieses steht hier auch schon neben mir und zwar nennt sich das Ganze Click and Grow und ich glaube, man kann das am ehesten als smarten Blumenkasten beschreiben. Das heißt, dieser Blumenkasten sorgt automatisch dafür, dass unsere Pflanzen die optimale Versorgung bekommen und wir selber da nicht die ganze Zeit dran denken müssen. Dabei besteht die Versorgung aus zwei Aspekten und zwar natürlich einmal dem Licht. Dafür haben wir hier oben so eine LED-Leiste angebaut und das Licht ist generell auch höhenverstellbar und hat einen Zyklus. Das heißt, es ist nicht einfach dauerhaft an, sondern es ist immer 16 Stunden am Tag an und dann 8 Stunden lang wieder aus. Das heißt, man kann das auch so timen, dass es immer dann, wenn man 8 Stunden schläft, halt auch gerade aus ist. Und ja, somit bekommen die Pflanzen halt schon mal genügend Licht, aber sie brauchen natürlich auch noch Wasser zum Überleben. Und da haben wir hier ganz einfach so eine Luke, wo wir Wasser einfüllen können. Und in dieser Luke ist auch direkt ein Pegel, der uns anzeigt, wie viel Wasser noch vorhanden ist, sodass wir halt auch immer abschätzen können, ob die Pflanzen noch genügend Wasser bekommen. Ich muss ganz klar sagen, dass ich das Ganze komplett feiere. Das sieht übel cool aus. Man kann hier einfach seine eigenen Kräuter pflanzen, wenn man halt gerne mal frische Kräuter beim Kochen haben möchte. Ist das eine super Sache. Ansonsten sieht das Gerät auch einfach schön aus und ja, es bringt einfach mehr Leben in die Wohnung. Deswegen finde ich das Ganze ziemlich cool und ich glaube, zu Weihnachten werden sich da auch einige wirklich drüber freuen. Eine Sache, die ich persönlich richtig feiere, sind smarte Glühbirnen, denn diese können in einem Raum einfach eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Und ich glaube, ich könnte mir auch hier unser Studio nicht mehr ohne die smarte Beleuchtung vorstellen, weil das einfach etwas ist, was ich sehr schätze. Und deswegen habe ich jetzt hier eine richtig coole smarte Glühbirne für euch rausgesucht, weil sie einfach sehr einsteigerfreundlich ist. Sie benötigt keine Bridge, sie kann einfach installiert werden und sie ist halt auch kompatibel mit Alexa, sodass man sie über Alexa ganz einfach steuern kann. Man kann sie ein- und ausschalten über Sprachbefehle, man kann sie dimmen, man kann halt auch die Temperatur von der Lampe einstellen. Das heißt, ob das jetzt so richtig kühl leuchten soll oder richtig warm leuchten soll. Und das alles ist mit dieser Lampe möglich. Wenn man noch mehr möchte, dann muss man zu der Konkurrenz greifen, denn da gibt es aktuell Glühbirnen von Inner und von Philips Hue, die halt auch für mehrere Fassungen verfügbar sind. Diese ist nämlich nur für E27-Fassungen und halt auch in verschiedenen Farben verfügbar sind. Allerdings sind diese Birnen etwas teurer. Und sie benötigen halt auch, wie gesagt, eine Bridge. Das ist eine Art Kontrollzentrum, wo alle Lampen dann drüber kommunizieren. Diese ist hier nicht notwendig. Von daher, wenn ihr mal den ersten Schritt in die smarte Beleuchtung machen wollt, ist das hier auf jeden Fall euer Produkt. Gerade in Zeiten, wo wir alle täglich mit unserem Smartphone einfach tausende Fotos schießen können, wie wir gerade lustig sind, sind ausgedruckte Bilder irgendwo was Besonderes geworden. Und deswegen habe ich heute den HP Sprocket für euch. Denn das ist ganz einfach ein mobiler Drucker, mit dem wir ganz ohne Tinte solche Fotos ausdrucken können. Und zwar von unserem Smartphone. Auf dem Smartphone hat man dann einfach die zugehörige App, wo man das Bild auswählt, was man gerne ausdrucken möchte. Dann kann man das Ganze theoretisch sogar dort noch bearbeiten. Und dann wird letztendlich das Ganze über Bluetooth an den Drucker geschickt und dieser druckt das Ganze dann direkt aus. Und das funktioniert einfach überall. Das Einzige, was ihr benötigt, ist das richtige Fotopapier für den Drucker, denn dieses kann dank Zinktechnologie auch ganz einfach ohne Tinte zu einem richtigen Bild gemacht werden. Und das Coole an diesem Fotopapier ist letztendlich noch, dass man hier hinten einen Klebestreifen abziehen kann und dann das Bild beispielsweise in das Fotoalbum schon direkt einkleben kann. Nichtsdestotrotz ist der HP Sprocket meiner Meinung nach ein super Weihnachtsgeschenk, da man mit ihm einfach sehr flexibel ist. Das heißt, man kann von überall seine Fotos ausdrucken und gerade im Vergleich zu einer Sofortbildkamera sieht man auch schon vorher, wie das Bild aussehen wird und man hat somit keine Fehlschüsse. Darüber hinaus kann man das Ganze so oft wie möglich ausdrucken und dann halt auch direkt ins Fotoalbum einkleben. Spätestens seit den Apple AirPods sind Bluetooth-Kopfhörer vollkommen im Trend.
Doch wenn man mal nach günstigen Möglichkeiten sucht, trifft man oft nur auf Kopfhörer, bei denen beide Klangkörper noch mit einem Kabel verbunden sind. Dies muss aber nicht unbedingt so sein, denn mit den Syllable D900 Mini habe ich jetzt komplett kabellose Kopfhörer für nur 35 Euro gefunden. Für diesen Preis bekommt man auch so einiges, denn das Ganze kommt hier in diesem Etui, mit dem man die Kopfhörer fünfmal wieder aufladen kann. Außerdem ist mir aufgefallen, dass durch das Wegfallen der Kabel die Kopfhörer selber viel besser sitzen, denn häufig ist der Grund dafür, dass Kopfhörer aus dem Ohr rausfallen, die Reibung an dem Kabel selbst. Und das ist jetzt halt weggefallen, von daher sitzen diese Kopfhörer wirklich ziemlich gut. Beim Klang darf man sich für diesen Preis allerdings keine Wunder erhoffen. Die Kopfhörer sind aber trotzdem definitiv besser als Standard-Kopfhörer, die man so bei seinem Smartphone dazu bekommt. Und dazu halt noch komplett kabelfrei. Mit der nächsten Geschenkidee können wir in die Virtual Reality eintauchen, und zwar ist die Rede von Google Daydream View. Das ist dieses VR-Headset, und das Coole an diesem VR-Headset ist ganz einfach, dass es sehr schön verarbeitet wurde. Das heißt, es wurde aus Stoff gefertigt, es fühlt sich sehr angenehm an und lässt sich somit auch gut tragen. Wenn wir dann aber in der virtuellen Realität sind, können wir mit dem beiliegenden Controller das ganze Geschehen steuern. Das heißt, wir können in Apps manövrieren, da gibt es zum Beispiel YouTube-Apps, wo wir 360-Grad-Videos schauen können, Netflix-Apps, die Street View-App, wo wir halt einfach neue Orte erkunden können. Aber es gibt auch sehr viele Spiele, wo wir so richtig in eine andere Welt eintauchen können. Denn das ist das Besondere bei VR-Headsets, dass man halt gar nicht mehr merkt, in was für einem Raum man überhaupt ist, sondern man ist einfach zu 100% in diesem Spiel. Und das ist schon wirklich ein krasses Erlebnis. Ich kann dieses VR-Headset wirklich nur empfehlen, weil es meiner Meinung nach ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass euer Smartphone auch mit dieser Brille kompatibel ist. Ich habe euch die Liste dazu auch in die Beschreibung gestellt. Das war es jetzt aber auch von diesem Video. Ich hoffe, da waren hilfreiche Geschenkideen für euch dabei. Nächste Woche geht es auch schon direkt weiter mit den besten Geschenkideen unter 30 Euro. Das wird auf jeden Fall nochmal eine harte Disziplin. Aber wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, habe ich noch eine weitere Videoempfehlung für euch am Start. Und zwar hat mein guter Kollege Felix Bar auch ein Top 5 Geschenke-Video gedreht, wo er seine Highlights so aufgelistet hat. War auch sehr, sehr spannend. Von daher klickt euch dort auch gerne mal rein. Ihr findet das Video hier neben mir verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.